Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich mache mit euch zusammen heute ein Käseschnitzel. Und das sind unsere Zutaten. Als erstes werden die Schnitzel zurechtgeklopft und dann gesalzen und gepfeffert. Hier erwärme ich 20 Gramm Butterschmalz. Hier mische ich den veganen Brühwürfel mit in die Tomatensauce und die Kokossahne mit rein. Und wenn das Fett heiß ist, werden die Schnitzel reingelegt und scharf angebraten von beiden Seiten. In der gleichen Pfanne werden die Frühlingszwiebel und der Knoblauch mit angeröstet. Dafür könnt ihr natürlich die Schnitzel ein bisschen auf die Seite tun erstmal. Jetzt kommt noch die Hälfte der Petersilie, die wird auch mit angeröstet. Die andere Hälfte bleibt für die Deko. Nachdem alles schön angeröstet ist, wird jetzt alles mit der Tomaten-Kokossoße abgelöscht. Und jetzt wird alles ein bisschen nachgewürzt mit ein bisschen Pfeffer, Salz, ein bisschen Zucker oder Honig. Und jetzt lasse ich alles schön köcheln für ca. 10 Minuten. Und zu guter Schluss der Mozzarella. Man könnte jeden anderen Käse, den man mag, auch benutzen. Und dann kommt der Deckel drauf und ich lasse den Käse nochmal schmelzen für ein paar Minuten und dann ist es eigentlich schon servierbereit. Genau so muss es aussehen. Richtig lecker sieht das aus. Ich hoffe, ich habe euch Lust zum Kochen gemacht, denn wie ihr seht, ist das super einfach und man braucht gar nicht so viele Zutaten dazu. Ich hoffe, ich konnte euch eine gute Anregung fürs nächste Essen geben. Und falls es euch Spaß gemacht hat und ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, freue ich mich über ein Abo und über einen Daumen nach oben. Tschüss und bis nächsten Sonntag.